Du kämpfst auch mit verschimmelten Silikonfugen, dann reicht es leider nicht, wenn du nur so einen Schimmelspray verwendest, weil die ganzen Sporen sind schon regelrecht in der Fuge rein. Wenn du verschimmelte Silikonfugen hast oder die Flankenhaftung nicht mehr gibst, dann bleibt leider nur der Austausch von der Silikonfuge. Auf was du musst schauen, wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Im ersten Schritt schneiden wir mal die Silikonfugen raus. Das machen wir mit einem scharfen Cutter. Und dann ist es auch noch ganz gut, wenn wir noch ein paar Händchen anlegen, haben wir ein bisschen mehr Grip. Dann schneiden wir nachher einfach diese Fuge vorsichtig nach, ohne dabei die Badwanne zu beschädigen. Nachher machen wir noch einen zweiten Schnitt. Wichtig ist, dass man das wirklich sehr, sehr langsam macht, um nicht irgendwie abzuschlüpfen und nachher einen Schnitt in die Badwanne zu machen. Und nachher können wir eigentlich das meiste von dieser Fuge einfach rausziehen. Es bleiben dann noch ein bisschen Silikonrückstände, die wir dann am Schluss noch entfernen. Nach dem Rausschneiden räumen wir zuerst mal auf. Wenn wir dann den Silikon möglichst rückstandsfrei entfernt haben, dann geht es ans Abkleben. Beim Abkleben versuchen wir eine möglichst gerade Linie anzubringen und die ganz leicht höher ist als die Linie, die vorher der Silikon war. Dann gibt es noch den einen oder anderen Trick. Und zwar in der Ecke kannst du zum Beispiel den Cutter anheben und dann so schneiden. Und wichtig ist auch immer, das Klebeband ein bisschen länger lassen in der Ecke, dass man es nachher beim Abziehen besser wegnehmen kann. Und jetzt können wir eigentlich schon zum Fugen neu ziehen. Es ist wichtig, dass alles trocken ist und der Silikon so gut wie möglich entfernt ist. Anhand von so einer Farbkarte, Silikonfarbkarte, können wir eine Farbe aussuchen, die sich möglichst dezent einfügen tut. Dann ist auch ganz wichtig, dass du im Sanitärbereich wirklich ein Sanitär-Silikon nimmst. Der hat extra ein bisschen Fungizid drin. Dann können wir hier die Kartusche einfach anschneiden. Und dann ist auch noch ganz wichtig, dass wir hier vorne den leicht schräg anschneiden tun. Dann haben wir hier so eine Kartuschenpresse. Dann fangen wir eigentlich an vom Ecken aus und verteilen das Silikon möglichst gleichmäßig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Lieber zu viel als zu wenig. So. Jetzt zum Silikon abziehen, hast du eigentlich schon die 5 passenden Werkzeuge dabei. Und zwar den kleinen Finger für kleine Fugen und den Daumen für grosse Fugen. Wenn das ein bisschen zu grusig ist, dann kann selbstverständlich auch einen Fugengummi benutzen. Die haben alle verschiedene abgeflachte Kanten, runde, eckige, verschiedene Radien. Und die kann man auch sehr gut zum Fugen benutzen. Dann nehmen wir hier ein bisschen Abklebmittel. Und dann fangen wir eigentlich an, aus der Ecke raus das Ganze abzuziehen. Hebt dann den leicht schräg und könnt eigentlich so eine saubere Fuge ziehen. Zwischendurch kann man das Ganze abstreichen am Papier oder auch am alten Imo-Trainer T-Shirt. Und auf die andere Seite können wir auch aus dem Ecke raus so eine saubere Fuge abziehen. Wenn du nachher das mal das Gröbste abgezogen hast, kannst du dir noch ein bisschen Abklebmittel auf den Finger spritzen und dann das hier einfach noch ein bisschen sauber nachziehen. Und nachher können wir eigentlich anfangen, das Klebeband zu entfernen. Wir nehmen zuerst eine Seite weg, tun dann die sauber anglätten und nehmen dann die andere Seite weg. Wenn wir dann das sauber alles angglättet haben, ist es natürlich wichtig, die Fuge mal trocknen zu lassen zuerst, bevor man dann die Dusche wieder benutzen tut. Dann gebe ich dir noch 2 wichtige Tipps mit, wie du verhindern kannst, dass deine Fuge schnell schimmelt. Einerseits wichtig, dass du nach dem Duschen das Feuchtigkeit möglichst schnell weg kann. Das heisst, Duschevorhang unbedingt offen lassen. Ein weiterer wichtiger Tipp wäre natürlich, du trechtest die Fuge einfach ab. Du siehst, so Silikonfuge kannst du ganz einfach auch selber ziehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann du doch unbedingt den Kanal abonnieren.